So, ein herzliches Willkommen hier live aus Düsseldorf zu unserem Fortuna Scouting-Finale. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, wir haben in letzter Zeit 3 Scouting-Cups veranstaltet. Da konnten sich 12 Teilnehmer qualifizieren für das heutige Finale. Ja. Was erwartest du am heutigen Tag? Ich hoffe auf gutes spielerisches Niveau. Ich bin sehr gespannt. Kann man sich ja auch immer noch einiges abgucken. deswegen, ja, ich habe echt Bock. An meiner Seite Jamil Siebert. Erstmal nochmal moin. Hey, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Danke. Ja, nach gestern ist so eine Sache. Aber ja, ist alles gut soweit. Spielst du eigentlich selber auch so? Ja, schon. Ja, okay. Schon. Spielst du auch so Weekend League Ultimate Team? Ja, okay, heute noch, muss ich noch rein. Heute noch? Naja, ich mache erstmal morgen. Ja, okay. Ja, sehr geil, sehr geil. Wie läuft so? Also, wie findest du das Spiel? Also boah, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir schon sehr gut. Ein paar kleine Mängel habe ich schon, aber ja. Ich denke, zum letzten Jahr ist, glaube ich, nochmal eine Steigerung. Also ja, finde ich auch. Gameplay auch. Macht einfach wieder Spaß zu zocken, finde ich. Also, ist was anderes. Mit genau. Mit den Frauen und so ist, glaube ich, mal eine Abwechslung. Ja, ich finde auch eine gelungene Abwechslung. So. Ich feiere es. Ja, definitiv. Es sind auch so Kleinigkeiten wie mit dem Keeper oder sowas. Ja, müssen halt auf den ersten Patch warten, ne? Ja. Der ist halt wieder entscheidend. Ja, der ist wieder entscheidend. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja. Nee, freut mich, dass du mitmachst. Ich habe gehört, wir gucken zusammen das nächste Halbfinale. Genau, geht, glaube ich, gleich auch dann los. Ich hoffe, du hast gestern so ein bisschen verkraftet. Ja, war schon sehr hart. Ja. Die letzte Minute da so ein... Ja. Ja, super. Ich will jetzt nicht sagen, was ein Tor, aber ein Billardtor. Genau. Ich glaube, du weißt aber einen Gedanken, was ich sagen will. Ja, ist sehr ehrlich gewesen. Abhaken, weiter geht's. Ja. 2 Wochen gegen Lautern. Definitiv. Wird schon. Ja. Ja, ich bin auch optimistisch, das wird. Volle Hütte. Ja, das wird übel geil. Ja. Freue ich mich voll drauf. Ich stehe auch immer hinterm Tor, so. Mach da mal ein bisschen mit. So. Aber auch gestern wieder geil. Nach der Halbzeit war wieder. Ja. Ich hab deinen letzten Kopfball schon drin gesehen. Ja. Ich glaube, gegen die Torwartrichtung dann gefährlich werden. Aber sah schwer aus. Also ja, aber war ein guter Ball, aber sollte einfach gestern nicht sein. Ja, passiert. Wie gesagt, abhaken. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall. Schon eine Frage im Chat, ob du eine Pro-Player-Karte hast. Tatsächlich nicht. Also nicht, okay. Der Guy hat EA schon. Also ich wünsche mir auch mal eine Pro-Player-Karte, wenn EA das irgendwie sehen sollte. Kann man sich ja irgendwie connecten. Ja. Die hätte ich auch gerne hinten drin, den Siebert. Ja. Ich habe auch gar nicht mehr so mitbekommen, ob es welche gibt. Ich glaube, die wurden abgeschafft. Ja. Weil man konnte, glaube ich, drei Legenden. Da wohnen sie? Ja, okay. Aber ich glaube, ausgewählte Spieler kriegen die. Also ja? Ich habe im Internet gesehen, irgendwie Joe Felix oder so. Also so Adidas. Spieler, keine Ahnung. Ich kann mal nachfragen. Wäre schön auf jeden Fall. Ja. Auch interessante Frage. Bist du RTG oder Pay to Win? Boah. Ja. Ich habe jetzt wirklich reingepayt. Ja. Aber nicht viel. Ja. Aber ich würde sagen, lieber RTG. Ja, ich habe tatsächlich auch beides. Ja, deswegen. Sag mal, am Anfang ist okay, wenn du da mal ein bisschen was reinsteckst. Aber jetzt über die Jahre habe ich gemerkt, dass es relativ sinnfrei ist. Man kann auch viel ohne erreichen. Genau. Und wenn man es tut, dann sollte man es nur an Day One machen. Was haben wir noch? Jamil gestern fast mit dem Siegtreffer. Ja, ich sag ja. Ja. War knapp passiert. Also, ich hab's jetzt auch nicht perfekt gesehen, wenn ich ehrlich bin. Man hat Ball kam in die Mitte und ich war echt mit meinem zweiten Pfosten auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube, dann aufs Tor, glaube ich, drauf. Ne? Ich weil ich nicht reingegangen bin, direkt umgedreht habe, geschrien, Alter, war sauer. Ich glaube, der ein oder andere ist bestimmt gerade, ich weiß es nicht, ich würde tippen parallel in der Weekend League am Schwitzen. Hast du schon gespielt? Nee, ich mach morgen, ich mach morgen volles Programm, 40 Spiele. Ah, 2 Accounts. Mit 2 Accounts, ich freue mich drauf, ne? Sicher, oder? Das wird wieder so stressig, wirklich. Ja, ich weiß. Gestern habe ich noch nach dem Spiel 5 Spiele gemacht, alle gewonnen. In der Weekend League? Ja, da sind Öler drin, das ist ja geisteskrank. Ich glaube es, ja. Von erstes Spiel an, boah, geisteskrank, muss ich mich schon so raffen. Ich habe 20-0 für das Jahr angekündigt. 20-0? Ja. Ajo, schaffst du doch, oder? Mein Bestes war 18, also wird schwer, mal gucken. Ist ja auch echt ein anderes Spiel, so. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Ist halt echt anders, ne? Ja, ist alles so viel langsamer. Ist halt komplett anders spielen als jetzt die Jahre davor. Ja. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Kannst du schöne Teams mal bauen da.
Ja. Wen hast du gerade aktuell bei dir so? Boah. Vorne voll. Vorne habe ich den Neymar und den Al-Ovaran. Mhm. Auf außen habe ich den Kudus SBC. Ah, okay. Links Leao. Ja, der ist auch sehr gut. Im Zentrum, ich spiele 4-4-2. Ja. Zentrum habe ich, boah, wen habe ich denn da nochmal? Ah, Gomayrisch von Newcastle, SBC. Hast du auch gemacht? Ja, ja. Okay, krass. Ja, habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Nee, ja, ich irgendwie. Musste machen. Ist eine geile Karte gewesen. Ja, und, aber 3-3, ich weiß nicht. Ja, ist halt, der hat halt alle Werte fast über 80, ne? Ja, das ist schon. Allrounder. Ja. Rechts den Tchouameni. Ja. Walker halt natürlich, Militao, Van Dijk, Mandy. Ja. Nee, Hernandez. Und Torwart Alisson. An Jamil, welche sind die drei kopfballstärksten Spieler bei uns? In der Mannschaft. Ja, ja. Reihenfolge will er so haben. Ja, ich würde sagen, ja. Jordi mit seinem Schädel da. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Er hat eine Platte, ne? Das ist ja geil. Das ist so krass. Ja, ja. Also als auch er auch noch Training, Platz hatte, dann ja, Ende. Dann den, kennst du Jap van Stam? Diesen, ja, ja, natürlich. Ja. Oder wie heißt er? Ja, doch, Stam ist ja, richtig, ja. Stam, ne? Ja. Ja, wir haben den so genannt, weil er auch so aussieht. So ja, 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 ja. Ja, können wir starten, ja. Würde ich sagen, noch Hoffi. Ja. Hoffi ist auch gut und Vince. Ja, ja, ist glaube ich auch, ja. Ja. Mit der Größe. Ja, das ist ja 3,50 Meter. So, wir starten übrigens ins Halbfinale. Justin gegen so. Paul. Beide schon gesehen, beide gut gespielt. Ja. Ja, generell, wenn du so das Niveau siehst, ist das schon. Ist schon brutal, ne? Kannst du mithalten? Ja, wird schwer, glaube ich, langsam. Teilweise ein bisschen seltsam. Super gespielt. Direkt das 1-0. Ich habe gerade in den Chat geguckt, ne? No? Ja. Für Paul. Paul. Super gespielt, ja. Ja. Johannesson. Ah, okay. Was macht das eigentlich für einen Spieler, wenn man für die Nationalmannschaft spielen darf? Boah, hast du ja jetzt bei der U21? Ja. Ja, habe ich auch übel für dich gefreut, ehrlich. Danke dir. Also voll geil. Das ist ein besonderes Gefühl, glaube ich, für Deutschland zu spielen, sag ich. Also jetzt in dem Fall bei mir. Ja. Ist einfach eine Ehre. Ja. War schon immer ein Traum. Oder ist immer noch ein Traum für die anderen, immer so Nationalmannschaft zu spielen. Und ja, glaube ich, von dem jeder Junge mal träumt, wenn man früher die Länderspiele im Fernsehen gesehen hat. Ja. War schon was Besonderes. Ja, glaube ich, glaube ich. Deswegen ja, ist voll schon, geil. Ist schon schön, schon schön. Ja, Paul macht ganz gut Druck. Ja. Da ist schon das 2-0. Pressing da. Das wird schwer für Justin. Aber ja. Paul macht das bisher echt gut. Ein guter Zocker gerade, sehe ich schon. Ja. Mit Player-Lock, Alter. Ja, ja, natürlich. Da würde ich schon quitten, ne? Wenn ich das sehe, Digga. Ja, das ist der Klassiker. Seh, ja. Bin ich direkt raus. Ah ja, bei mir wird es schon 7-0 für Paul stehen. Ja. Paul ist schon Junkie. Ja, schon gut. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warte mal, ich will jetzt hier nichts Falsches machen, aber ich glaube, es ist hier. Sag mal was? 3-0. Boah, jetzt wird gezaubert. Oh! Ja, der habe ich schon drin gesehen von Klaus. Oh, jetzt kommen die interessanten Fragen. Lieblingseis. Lieblingseis? Eis am Stiel steht da, ne? Ja, stimmt, sogar am Stiel, ja. Boah, Alter, hier gibt es viele, ne? Ich würde sagen, Calippo schon gut. Das wäre auch meine Nummer 1, glaube ich. Boah! Oh, 3-1 sogar. Das war richtig stark immer. Ich glaube, der war sogar getimed noch dazu. War grün, ne? Ja. 100%. Starke Flanke, hätte ich gar nicht gerade gedacht, dass das zum Tor führt. Guckt Jamil eigentlich Twitch, wenn er frei hat? Boah, ja, ab und zu ja. Gucke ich, aber eher YouTube. Ja, also aber so eher YouTube. Generell was nebenbei zum Gucken habe ich auch eigentlich, wenn ich so mal auf Stream spiele, auch immer, ne? Ja, so YouTube. Ich lasse manchmal einfach YouTube-Video laufen und genau. Dabei. Genau, also genau, ein Klassiker, ja. Entspannt ja. Oder ich mache SBCs oder so. Ja. Gucke ich so alles Mögliche, also. Ja, ja, fühle ich, so, ja. So die Leute, die ihr auch guckt. Elias und sowas, einfach Unterhaltung. Ja. Ist auch entspannt zum Zocken nebenbei. Deswegen. Oder wird schon gefragt, was auf YouTube? Was? Ja. Ja. Alles Mögliche, also von FIFA bis Call of Duty, also alles Mögliche. Also was. Ah, schon eher so Gaming? Ja, ja. Schon. Kann auch Real Life sein. Kann auch Real Life sein. Also ich bin da offen. Guck gerade einfach das, auf was ich Bock hab. Ja. Ich finde, erste Halbzeit war ein bisschen. Ganz kurz. Oh. 3-2, guck mal. Das gibt. Nee, 4-1. 4-1? Ja, ja. Als zweite Halbzeit. Guck mal, ich bin einfach pendige. 4-1, ja. Weiter geht's. Das Tor von Iwa war auch echt schön.
Hat er gut die gemacht. Kanne, die Kanne. Ah, vorher den Pfosten habe ich noch getroffen, ja. Das sind eigentlich Emmas Schüsse, ja. Ja, kam beide echt sehr stark. Emma hat einen Bums. Ja. Ja, den zweiten habe ich gar nicht genau gesehen. Im Moment war eine Fahne davor. Ich habe einfach nur gesagt, schieß, ja. Rotzt ab und dann macht er das Tor. Ich habe nur gesehen, so Ball im Tor, okay. Ja, reicht mir auch dann. Ja, ja. Ja, war ein bisschen ärgerlich. Ich weiß gar nicht, die Situation von 2-4. Mhm. Ja, Justin gibt nicht auf. Es wird ja immer wieder so dargestellt, als hätten wir in der zweiten Halbzeit, oder weil wir 1-1 gespielt haben, ein scheiß Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Ja, nee, das ist Schwachsinn. Das ist was? Oder? Das war, glaube ich, kein Abseits, ne? Hätte ich eben auch gerade kurz gedacht. Gau, oder? Nee, hatte gezählt, 5-2. Ja, okay. Hier steht noch, Joa hat viele Punkte in Kickbase geholt, danke an der Stelle. Ja, richtig im Aus. Ja. Jetzt wird wieder gezaubert mit... Leck mich. Ja, Lege. Mit Rainbow und dann... Wahnsinn. Okay. Würde Siebert lieber eines Tages CL oder Weltmeister werden wollen? Oh, das ist eine gute Frage. Den muss man überlegen, ne? Naja. Boah, Champions League oder Weltmeisterschaft? Alter. Also, ich weiß gar nicht. Kommt drauf an, wie... Reden wir über einmal Champions League oder... Weil wenn nur einmal, dann würde ich sagen WM. Oder? Ja, also... Aber Champions League ist halt so Champions League, weißt du? Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, so auf Vereinsebene ist es so das Ding. So, ich. Kommt drauf an, mit wem Champions League, ne? Ja, natürlich mit Fortuna. Das ist mit Fortuna. Ne? Drei-Jahres-Plan. Wär top. Ja, ja. Das ist ja Pokal gewinnen, denke ich, Europa League. Ja. Oh, was? Oh, Infos. Ne? Warte, wie viele Minuten sind noch? Ich glaube, 78. war das Tor jetzt, ne? Das ist 3-5. Torreiches Spiel, ey. Oh, dein Lieblingsspiel bisher in der Saison? Ich würde sagen, Karlsruhe. Ja, das war ich. Das war ein geiles Spiel. Super Spiel. Ich fand, ihr habt auch so gut reagiert irgendwie. Ja, nach dem 1-0, ja. Aber habt uns gar nicht gejuckt. Genau, ihr habt gespielt, als wäre gar nichts gewesen. Genau. Das war echt geil. Nach dem 2-1, 3-1, was im Stadion los war, war unglaublich. Und ich würde auch sagen, Hamburg, obwohl wir da verloren haben, war einfach eine geile Erfahrung für mich. Frage an Jamil, welches FIFA war das Beste? Boah. Welches FIFA? Ich habe klare Meinung. Hast klare Meinung? Ja, ja. Ich sage FIFA 19 oder FIFA... Ich will FIFA 18 sagen. Ja. Und ein Oldschool FIFA 14 oder FIFA 13. Ja, ich gehe Oldschool mit FIFA 13. FIFA 13 war unglaublich. Ey, ich gehe 4-5. Ja. Oh. Oh, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Ey, das hätte ich nicht gedacht gerade, muss ich sagen. Ja. Brutal offensiv hier, ne? Ja. Ich würde sagen FIFA 13. Ja, ist bei mir genauso FIFA 13 gewesen. War ich so richtig drin. Ja. Hat auch unnormal Spaß gemacht. Da habe ich immer den auch Tage gesuchtet. Der Vibe war einfach geil. Irgendwie so. Ich weiß nicht, es passt irgendwie. Waren einfach geile Karten. Ja. Lamela Tots 85er. Fünf Sterne. Ich kann mich heute noch an den erinnern. Ja, ja. Ich habe immer, kennst du noch Mayuka? Das ist Silber, ne? Von Southampton. Ja. Akbonloha und ja, so. Ja, okay. Die ganzen Silberbeast. Ja. Unglaubliche Zeit. Oder Mikuli und die Natale. Ja. Auch immer geil. Mikuli. Ja. Unglaublich. Ja. Ich weiß nicht, da waren die Karten so ein bisschen einzigartig, aber weil es jetzt zu viel gibt. Du konntest mit Bronzespieler in Liga 1 spielen und so. Ich weiß, weil die einfach überpowered waren. Ja. Ja, das war schon eine coole Zeit auf jeden Fall. Jetzt ist es halt anders, ne? Das ist ein anderes Spiel. Ja, so andere. Ja. Ist halt jetzt ist ein E-Sports-Spiel, muss man einfach sagen. Ja. Weißt du, da kommt es einfach auf starke Karten an, auf Metakarten. Ja. Wer verbringt die meiste Zeit im Kraftraum? Auch gute Frage. Boah, wir haben, ich würde sagen, Zimbo. Ja. Karol. Okay, ja. Spiel ist vorbei, ja. Ja, Spiel ist vorbei. Ey, erstmal ganz kurz noch. Also, super Spiel gewesen. Nicht gedacht, sehr offensiv. Dass das so spannend wird am Ende noch. Ja. Aber beide gut gespielt. Ja, Glückwunsch an Paul. Ey, es war ein saustarkes Spiel. Ja, Fex, ja, komm. ich wollte nur sicher gehen, okay? Aber ja, nee, ich habe ja auch ganz Zeit so kommentiert, als würde Paul führen. Ich wollte nur nochmal fragen. Ronaldo oder Messi, wer ist der GOAT? Oh Gott, ich enthalte mich immer. Einfach, Ronaldo. Echt? Sagst du Ronaldo? Okay, ja, ich mag die Spielart von Messi lieber. Ja, Messi so kann. Messi ist der bessere Spieler, ja, aber ja. Ronaldo ist einfach Ronaldo. Ja. Ja.
Ronaldo W, Ronaldo W. Ja, ich sag, ich bin neutral. Guck mal, beide sind krass, beide sind krass. Ja. Aber Ronaldo hat nochmal dieses gewisse Etwas, weißt du, was ich meine? Ja. So. Der hat halt, das Ding ist, der kommt halt mehr durch. Einfach Präsenz. Ja, meine, Präsenz so. Da Messi ist ja auch, Messi ist halt der zweitbeste Spieler aller Zeiten, aber Ronaldo ist halt. Ach so. Ronaldo ist halt der Beste. Ja, okay. So viel dazu. Hier ist noch die Frage zu Paulo Dybala. Paulo sehr Dybala. Spezielle Frage. In FIFA oder jetzt? Generell, er ist voll der Fanboy von Dybala. Ja, ja. Dybala war schon immer ein krasser Spieler. Ja. Also ich feiere den. War so eleganter Spieler, also linke Fuß. Also ja, ja. Schon schöner. Da freut er sich jetzt drüber. Ist der Dybala-Fan? Ja. Ja. Dybala Superman. Dybala-Trikot wurde gerade bestellt. Super. So läuft das hier. Perfekt, perfekt. Oh ja, mit wem würde Jamil am liebsten mal mit in der Innenverteidigung spielen oder Verteidigung generell? Ich würde sagen, die Frage ist jetzt einfach mal außerhalb des Vereins bezogen. Außerhalb des Vereins? Ja. Boah. PP? Boah, das wäre eine Kombi. Ja. Das wär geil, ja. PP, Ramos, Rüdiger, sowas. Ja, ja. John Bock, Van Dijk. Ja. Ja, bitte. Schon wieder Innenverteidigung. Wäre schon gut, oder? Ja. Ich sage, wäre robust. Ja, ja, wäre robust auf jeden Fall. Ja. Deutsche Lieblingslegende. Oh, das ist auch eine schwere Frage. Miro Klose. Sag ich ehrlich, hätte ich auch gesagt. Ich liebe ihn. Der ist schon cool. Ja. Ich finde auch immer so, dieser Spielertyp fehlt uns aktuell in der Nationalmannschaft ein bisschen. Ein Stürmer, ne? Ja, so halt ein Miro Klose, ne? Der irgendwie so alles kann, keine Ahnung. Ja. Aber gut, mal gucken, wird schon. Rüdiger kommt ja bald zu uns. Ah, jo. Okay, weißt du Bescheid. Toni, komm. Kein Problem für ihn. Jamil bei der Nazio. Ja, das macht vielleicht auch mehr Sinn. Also, ne? Ja, das stimmt, das ist der Weg vielleicht auch ein bisschen kürzer dann natürlich. Ne? Ja. Genau, gleich haben wir dann nochmal einen von unseren beiden E-Sportlern am Start. Mal gucken, wie er das Gameplay analysiert. Ich bin mal gespannt. Ich kann ja auch ein bisschen zocken, oder? Ja, ja, ein bisschen. Der gute Joe hat in anderthalb Stunden 20-0 geholt. In anderthalb Stunden? Mhm. Hat er gesagt, glaube ich, dass 10 Games gequittet worden sind. Anderthalb Stunden? Anderthalb Stunden, ne? Was ist das denn? Aber 10 Games, glaube ich, nach 1-0 gequittet sind oder irgendwie sowas, ja. Verrückt, ne? Ich sage ja, wir müssen uns Player-Lock aneignen. Ja, wirklich. Na gut, okay, alles klar. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal, dass du am Start warst. Hat echt Bock gemacht. Ja, war das Spaß gemacht. Vielen Dank. Dir dann auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich danke dir. Für den so. Mach's gut. Ciao, ciao. So. So. Okay. Moin, mein Freund. Was geht? Ich hoffe, hast gut analysiert bisher. Ja, erstmal natürlich auch hier moin. Henso an der Seite. Ich denke mal, ihr kennt ihn sowieso. Deswegen, ja. Wir schauen uns jetzt mal das zweite Halbfinale an. Ein Favorit? Boah, ja. Jetzt hau mal raus. Boah, Kommentar, ich sag dir ehrlich, ist schwierig. Ich glaube, Deos am weitesten am vorne. Mhm. Ja, safe. Also ich glaube, Deos ist der Favorit für mich in dem ganzen Turnier. Da hat er auch mal gerade drüber geluschert, mein Freund. Mal gucken, was wird. Ne? Ja, perfekt, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Ja. Achso, ich habe ja gehört, du hast auch noch nicht gespielt. Ne? Nein, bei mir wird es immer... Immer Sonntag wird live gegangen und dann wird die Weekly League gehustelt. Ja, Sonntag ist ein guter Tag. Aber, das stimmt, aber sei es drum. Jetzt Deos gegen Sirgibi. Ich bin gespannt, wer das Spiel gewinnen wird. Beide bisher mit einem super Turnierverlauf, muss man auch dazu sagen. Definitiv, einfach. Ja. Was war denn? 4-4-2 für beide? Oder? Ja, eigentlich schon, ja. Okay. Das war so ein Ja, vielleicht? Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Da ist schon wieder, ist das momentan so schon das Ding, ne, habe ich gemerkt. Ist auch super gemacht einfach. Ja. Das ist Trivela in dem Spot, grün, besser kannst du es nicht machen. Ja. Mit Nimic sowieso. Wenn du fertig spielst, musst du eine Ballrolle machen. Okay, okay. Weil wenn du keine Ballrolle machst, kriegt der Spieler keinen Fokus. Ah, okay. Ja, krass, das wusste ich schon gar nicht. Und der ist jetzt wieder drin. Der ist wieder drin. Stark gemacht. Aber war der gerade grün, ja, ne? War auch wieder grün, ja. Super, Trivela wieder von Deos, war, glaube ich, 1-1 fast derselbe Spot. Es war gefühlt das gleiche Tor, ja. Ich glaube, Bonga von Bochum auch 1-6. Ah, Bonga von Bochum. Ja, das ist das 3-0. Das ist das 3-0. Ja, wieder gut gespielt, ne? Viel Platz aber auch gehabt beim Abschluss. Macht er super. So, aber gut gespielt, ja.
Ja, sehr cool. So, wir gehen jetzt in die letzten 15 Minuten rein. Und ich habe schon wieder fast die Trivella gesehen, aber er spielt stark aus. Ja, es wird jetzt schwer. Input von mir, mit Grün ist der drin. Was so FIFA angeht, war ich immer, ich bin so voll fokussiert aufs Gameplay, so, weißt du? Ja, verständlich. Also ich bin so, was so Ingame angeht, so, ich bin der komplette Losty, was SBCs angeht. Also alles, was mit Ingame bei FIFA zu tun hat, bin ich, ja. Ich bin wie, ja, das klingt jetzt voll so abwertend, aber ich bin ja. So wie ein normaler FIFA-Spieler. Ja, casual. So, weißt du, keine Ahnung, ich kenne mich mit, also SBCs, ich habe das mal on-stream gemacht. Ja. Ich habe für einen SBC 20 Minuten gebraucht. Guck mal, bei mir beschweren die sich immer, dass ich wohl zu lange brauche, weil ich da nur 2 Minuten sitze. Ja, sollen sie überschätzen lernen. Bei mir ist das Menü schon sehr im Fokus. Ja. Das Gameplay eher nicht. Ja, das ist so, das ist halt da, ne? Ja. Aber ja, naja, ist gut. SBC Schere heben, Max sagt. Aber Gameplay will man bei Pexi auch nicht sehen. Das ist ein W-Call. Aber wobei, also wenn ich spiele, dann wollen sie es wieder sehen, wollen mich scheitern sehen. Ja? Ja, ja. Das ist eine gute Community. Ja, ja, ich weiß. Die wollen nicht richtig leiden sehen. Sieht nicht spektakulär aus, aber hat sich gut vom Gegner weggedreht. Ja. Ja, war wieder ein gutes Spiel von Deus. Kann man nicht sagen. GG an beide, Glückwunsch an Deus, beziehungsweise Michael. GG an beide. Ja. Deus verdient weitergekommen, würde ich sagen. Definitiv, jetzt im Finale. Ja, stimmt, wir sind schon im Finale. Finale, ey. Schon. Ja. Paul gegen Michael. Ja. Hier sehen wir es nochmal. Die beiden Halbfinals. Learning by doing. Ja, richtig. Finde ich gut. Ja. So, Jungs, ich bin da mal wieder. Ne? War schön. Freut so. Und genießt das Finale. Ja, aber ey, vielen Dank, dass du am Start warst. Ne? Hat Bock gemacht. Viel Spaß noch. Mhm. Aber ich habe mich gerade schon über die fehlenden Emotionen beschwert. Ich möchte jetzt mindestens 3 Greedies sehen. Oh, jetzt wird's ehrenlos. Und sind bereit für unser Finale. Ich bin echt gespannt. Michael Hahn gegen Paul Degner. Genau. So, das ist das Finale. Ist auch das Thema Social Media ein großer Bereich. Jetzt erstmal die erste Möglichkeit, aber der ist geklärt, die Ecke trotzdem für Michael. Ecke wird kurz ausgeführt, auch immer sehr interessant und sehr gut. Oh, was? Oh. Also erst richtig stark noch irgendwie pariert und da muss man das irgendwie auch noch mit reinstellen. Also gut gestellt, den Keeper. Hat er ihn gemoved, ja, ne? Er hat den einen Schritt gemoved in die richtige Richtung und das war schon die, ja, richtige Antizipation. Richtig. Ja, schwieriges Wort. Aber dann doch nochmal in dem Rückraum da der perfekte Pass. In die Mitte hinein. Ginczek. Start mit dem Elastikum da. Oh, sehr gut gespielt. Ich glaube auch grünes Time-Finish am Ende. Damit Ginczek den Ausgleich gemacht. Ich habe ja schon fast das 5-5 gesehen. Auch stark da gespielt kommt, und das Auge. Da kommt schon wieder der Trivella. Unfassbar. In der 45. Minute für May. Aber starkes Auge, dass er da rangeht an die Box, sieht, Keeper ist ein Stück zu weit vorne, Trivella und rein. Im ersten Halbfinale hat er es auch schon gemacht, was wir gesehen hatten, das 4-5. Ja, der. Sehr viel Platz für Joa. Jetzt vielleicht. Ja. Oh nein! Das gibt's nicht. Das war schon ein bisschen Pech. Also, das war Riesenpech. Ja. Dass er den nicht reinbekommt und dann noch den Nachschuss. Der so komplett. Ja. Also, ist wild. Muss er da irgendwie. Stark gemacht. Aber dann. Abgedreht. Jetzt in da die ist Mitte jetzt hinein, da ist viel Platz, da ist die Möglichkeit. Ja, das ist das 2. Ginczek, 2-2, 83. Spielminute, sehr, sehr stark rausgespielt. Sehr abgeklärt gemacht, mit sehr viel Ruhe in der Situation, in der 83. Minute hat er sehr stark gemacht, sehr schön gespielt. Und jetzt wird es noch eine Möglichkeit geben, dann muss er den Ball aber auch schnell über die Linie kriegen. Ich glaube, das war's. Kriegt er nicht. Verlängerung. Wir sehen die erste Verlängerung im Finale. Ja, das passt doch. Aber ja, es ist wirklich eine komplett offene Partie. Ich bin mal gespannt, ob wir dann Elfmeterschießen sehen oder nicht. Aber es kann echt alles passieren. Ich fand jetzt, Paul hat das in der Schlussphase echt stark gemacht, da auch so die Nerven zu behalten. Und er hatte auch so ein wenig Oberwasser, muss man sagen. Heißt aber nicht, dass in der Verlängerung mal wieder anders herumläuft. Wollen wir jetzt hier so eine Phrase raushauen? Ja, hau raus. Ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt.
Phrasen gehören dazu. Und Michael das macht das richtig stark. Michael mit dem 3:2. Klaus, 104. Spielminute. Green getimed. Green getimed. Ja. Aber auch stark gesehen. Nichts anderes. Schön, schön raus auf den zweiten Pfosten und dort dann eine perfekte Position zum Abschluss. Lange Ecke. Jetzt Michael wieder vorn und Paul. Genau, Name, ne? Paul mit der, ja, mit derselben Situation. Das wiederum aber für Paul ja im Endeffekt gar nicht so schlimm, weil er kennt ja die Situation. Hatte das gerade eben schon und muss jetzt im Endeffekt nur wieder die Lücken finden. Versucht das direkt. Das sieht auch gar nicht. Er hatte aber alles gedeckt in der Mitte. Zweimal. Eine Minute obendrauf, dann doch nochmal den Ball dazwischen bekommen. Kriegt er den jetzt nochmal nach vorne? Er kriegt den Ball nochmal nach vorne, nochmal mit das dem Lauf. Nicht. Die das kriegt er durch! Die kriegt er durch! Unfassbar, wirklich. 322. Das gibt es nicht. Also, das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Aber die Ruhe hat er gehabt, auch im Abschluss nochmal die Ballrolle vorher gemacht und dann den Ball ins leere Tor geschoben. Also, unfassbar. Ey, Federschießen, was ein Finale. Bilder und Verrückter kannst du ein Finale nicht schreiben. Wirklich nicht. Jetzt bin ich gespannt, es geht direkt los. Ja, genau. Ich hoffe, ich vertausche gar nicht. Michael macht den Anfang. Ja, Michael macht den Anfang und ich hoffe, dass das auch alles so passt. Ja, passt. Jetzt Paul, wir nehmen das mal einfach raus, damit das nicht irritiert. 1-1. Elfmeterschießen, immer so eine Sache. Ja, das ist Michael bleibt dran. Sicher. Beide sicher gemacht. Paul mit der Antwort. Oh, der sitzt aber auch sehr gut. Unhaltbar, würde ich jetzt mal sagen. Nächste Möglichkeit. Oh, habe ich schon gesehen, dass er gehalten wird. Ja, dass dann die Pranke nochmal rausgeht. Die sitzen halt gut. Ich habe das Gefühl, Michael mit dem Keeper deutlich unruhiger, wie Paul das macht. Der zuckt wirklich nur so im letzten Moment. Trotzdem beide bisher super, sehr super sicher vom Punkt. 4:3, 7 Elfmeter, die bereits reingegangen sind. Und auch der ist wieder wunderbar geschossen. Also jetzt so weiter. Schon dreimal die linke Ecke. Ich will ja jetzt nicht drüber reden und so. Ne? Oh. Und der Siebert ist auch drin. Also okay. 5:4, ist das wieder die linke Ecke oder wird es jetzt eine andere? Es wird es ist eine auch andere. Der ist absolut sicher drin. Also gute Elfmeter bis hierhin. Es war noch nicht einer mal so etwas knapp. Ja. Wann kommt der erste Knappe? Ja, jetzt kommt der Knappe. Oh. Und die Möglichkeit für Paul Degner, das Ding hier zu entscheiden. Aber er macht es. Er macht es. Ja. Er macht es am Ende. 12 Elfmetern wirklich bockstark geschossen. Ach, was ein Spiel. Und der eine. Also, am Ende entscheidet das Glück, muss man schon so sagen. Elfmeterschießen ist ein wenig Glück dabei. Ne? Das ist vollkommen richtig. Aber stark gespielt, beide. GG an beide. Glückwunsch an Paul. Es war echt ein super Finale. Ein würdiges Finale. Es war ein würdiges Finale mit der Schlussminute da in der 121. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Also. Ja, wir können jetzt erstmal, würde ich sagen, den Zweitplatzierenden. Beglückwünschen ist ein bisschen schwierig, ich war ein bisschen unglücklich, aber auch du hast was gewonnen. Magst gerne vorne kommen. Der gute Michael. Gutes Spiel. Ein bisschen unglücklich, passiert. So, und jetzt nochmal einen fetten Applaus für den Gewinner, für den guten Paul. Komm mal gerne nach vorne. Auch du hast was gewonnen. Ey, starkes Spiel. Sehr gut. Gut zurückgekommen. Alles klar. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal soweit, ne? Okay, alles klar. Also vielen Dank für den Support, vielen Dank, da ist die Kamera, für den Support im Stream. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut.